Willkommen zurück bei Das Duell mit Tara Tabitha und Lydia Kellowitz. Ja, wir benutzen ein gewisses Wort eigentlich recht leichtfertig, nämlich stalken. Man sagt dann schneller mal, ich habe gerade deinen Ex auf Instagram gestalkt, aber dahinter verbirgt sich tatsächlich ein recht gefährliches Phänomen. Das hat jetzt gerade erst der steirische Schlagerstar Natalie Holzner am eigenen Leib erlebt. Ein Mann hat ihr ein Jahr lang fast täglich etwa 50 Nachrichten auf Social Media geschickt. Man kann schon sagen, terrorisiert damit. Und dann gab es auch noch eine richtig gruselige Geschichte. Er hat einen Peilsender in einem kleinen Geschenk versteckt und das hat sie dann mit nach Hause genommen. Fans, die zu Stalkern werden, habt ihr sowas schon mal erlebt? Bitte fang du an, das ist sicher bei dir lustiger. Also früher, in Saturday Night Fever Zeiten, da hatte ich schon sehr viele verrückte Fans. Da habe ich im Erdgeschoss gewohnt, hatte ich Leute vor meinem Schlafzimmerfenster, die reingeschaut haben oder die sich da nachts versteckt haben. Und auch heute, ich wohne ja in London und ein großer Grund dafür ist, dass ich einfach viel mehr Privatsphäre in London habe. Und wenn ich bei mir im Gebäude im Aufzug bin und jemand anderes da, dann schaue ich immer runter und hoffe immer, dass die mich nicht erkennen. Und wenn ich mit dem Hund Gassi gehe oder auch wenn ich nach Hause komme und da sind Leute in der Nähe von meinem Gebäudeeingang, dann gehe ich oft nicht nach Hause, sondern gehe noch eine Runde und warte, damit Leute einfach gar nicht sehen, wo ich wohne. Und ich bin super, super vorsichtig mit meiner Adresse, weil es einfach mega gefährlich werden kann. Gibt es denn da irgendwelche Grenzen des Fanseins, wo ihr sagt, ab hier ist genug? Also das macht man noch mit, aber dann ist wirklich irgendwann zu viel. Ich weiß nicht, ich habe jetzt vor kurzem einmal gesehen, der Harry Styles oder so, steht auf der Bühne, dann kommt der Mädel, die knutscht ihn ab, denke ich mal. Ja. Erst, das geht überhaupt nicht. Absolut nicht. Also, und er war so noch so, okay, ja, lieb und so. Ich denke mir, hallo. Na, ich stelle dir vor, das wäre ein Mann bei uns. So, boah, der wär gleich eingesperrt. Boah, was ist denn das für ein Perversling? Oder so, geht darauf und krabst. Ja, es ist ja ein Wahnsinn. Und die Mädels, die erlauben sich da alles. Also ich finde, glaube ich, die Frauen gerade bei so Boybands und so, die sind viel, viel extremer. Ich war früher auf Konzerten, die fallen um, weil sie die nur sehen, denke ich mir, was ist mit denen los, bitte? Also Gott sei Dank ist das wieder ein Vorteil, dass ich einen Spitznamen habe, von mir mal Angst. Wenn sie mich auf der Straße sehen, die wechseln die Straßenseite, machen einen Bogen um mich. Drum, ja. Also da kann er nicht so viel mitreden. Es gibt auf jeden Fall viele Fans, die fanatisch werden und die einfach die Grenzen nicht mehr kennen. Und dass man im Endeffekt eine Privatperson ist und vor allem, dass die für uns Fremde sind und nicht unsere Freunde, auch wenn die das glauben. Also nur weil die uns jetzt auf Instagram folgen oder uns im Fernsehen sehen und ein paar Sachen von uns wissen und kennen, kennen sie uns nicht wirklich und sie haben auch kein Anrecht auf uns 24/7. Und genau das ist auch das Problem, wenn man ein Promi ist, was viele nicht verstehen, dass man kein Privatleben und keine Privatsphäre mehr hat, weil so viele Leute das einfach nicht respektieren und nicht verstehen. Die meinen, ja, ich bin ja eh nur nett, ja, ich schreibe ja eh nur guten Morgen. Ja, aber 50 Mal am Tag, jeden Tag ist Psychoterror. Das ist beängstigend, das ist Psychoterror, das ist einschränkend und das ist fanatisch. Aber ist dir das schon passiert? Mir ist das passiert, dass wenn ich auf Events bin und ich trage immer gern schön mein Dekolleté zur Pracht, dass die Frauen kommen und mich einfach angrapschen und irgendwie fragen und die halt auch angesoffen sind. So. Ja, und die behandeln mich wie eine Puppe und dann frage ich mich, ich bin absolut ein Mensch, genau wie du so, warum greifst du mich überhaupt an? Ja. Also gerade, also da finde ich, dass die Männer sogar vorsichtiger sind, also bei mir. Es gibt gar nichts. Also bei mir ist beides, aber bei mir ist absolut beides. Aber ja, viele Leute haben keinen Respekt vor dir als Mensch, sondern die glauben irgendwie, dass sie ein Anrecht auf dich haben, weil du bist ja im Fernsehen und du suchst dir das ja aus, sagen die. Und das ist einfach absolut nicht so. Ich suche mir aus, dass ich jetzt hier bin. Ich werde für die Zeit bezahlt, in der ich hier sitze. Und wenn ich rausgehe, bin ich eigentlich die Privatperson. Und dann hat keiner Anrecht auf mich oder auf meine Zeit oder meine Aufmerksamkeit oder dass ich mich jetzt mit denen unterhalte und so weiter. Natürlich, wir machen alle gern Fotos, aber auch auf ein Foto hat jetzt keiner das Recht, dass er mich jetzt super angrapscht oder mir einen Schmatzer aufdrückt oder von mir einen Kuss will oder mir am Arsch greift oder sonstiges. Aber wir viele waren ja auch kleine Mädels und haben Idole gehabt, aber wer dir hinkommen? Nein, ich denke mir auch, was ist mit den Leuten los? Ich meine, ich bin auch verrückt, aber auf die Idee war die nicht gekommen, dass ich irgendwo hingehe und sage, gib mir ein Pusterl oder ich küsse den einfach. Ja. Ich meine, die haben echt Probleme, ganz sind ehrlich. Sind die Fans heutzutage einfach
aggressiver? Kommen die irgendwie mehr auf einen zu? Liegt es vielleicht ein bisschen daran, auch, dass man einfach auf Social Media so viele... Bei den Beatles hat man auch schon gesehen, dass die umfallen. Das war bei Michael Jackson schon so. Überall. Also wie gesagt, ich habe ja vor 13 Jahren angefangen. Das war damals... Es ist heutzutage fast eher ein bisschen weniger geworden. Aber das Social Media wurde halt mehr, ja. Das heißt, es kommen irgendwie per Social Media schon mehr Nachrichten, ja. Aber live also da gibt's schon ist nicht so viel. Auch so manche Chatverläufe, wo die mir schon 100 Mal geschrieben haben und ich habe kein einziges Mal drauf reagiert. Heutzutage kriegt man Schwanzbilder als Frau, aber nicht nur als Promi, sondern generell, glaube ich, Frauen. Also das ist ja, weiß auch nicht, was die Männer damit haben. Grundsätzlich eine Frage an die Männer. Was glauben die Männer, was man sich denken, wenn man sowas... Das ist eine wirklich gute Frage. Yes. I want that dick. Darüber machen wir mal eine eigene Show. Ja, das ist auch ein sehr großes Thema. Das ich habe immer nicht die Antwort, aber okay. Ja. Ich glaube, darauf gibt es auch eigentlich keine Antwort, weil was denkt man sich dabei? Soll man dann irgendwie darauf antworten, warte, gib mir deine Adresse, ich komme sofort. Ich will das, aber auf dich habe halt ich warte. Das ist halt so Einzelfälle, wenn aber es ist, das ist schon oft, wo ich mir denke, Wahnsinn. Aber dieser Fall jetzt, der war ja vor Gericht jetzt. Ganz genau. Ging nicht so gut aus. Das ist leider nicht gut ausgegangen. Der Verehrer, man darf tatsächlich nur Verehrer sagen, weil das, was er betrieben hat, laut Strafgesetzbuch tatsächlich nicht unter Stalking gefallen ist. Er wurde freigesprochen, weil man ihm unter anderem nicht nachweisen konnte, dass dieser Peilsender, den er ihr auch mitgegeben hat, dass er zum Beispiel aktiviert wurde. Also es ist sehr, sehr schwierig, rechtlich gesehen, dass man da auch wirklich vorgehen kann, eben Stalking, da muss man wirklich, da gibt es einfach sehr, sehr viele Details, die da wirklich auch, sage ich jetzt mal, von den Verehrern oder Stalkern in diesem Fall auch wirklich so durchgeführt werden müssen, damit das auch wirklich als Stalking gilt. Deswegen auch mein Anfang, wir sagen ja wirklich stalken mal schnell, wenn wir mal irgendwie das Profil von jemandem durchgehen oder so. Gehen wir vielleicht ein bisschen zu leichtfertig mit diesem Thema auch um? Also ich finde, dass die Gesetze absolut modernisiert gehören und dass man da wirklich schneller durchgreifen muss. Ich habe das Gefühl, also meistens sind Frauen die Opfer, aber es gibt auch genug Männer, die gestalkt und belästigt werden. Und es passiert nichts. Man kann sich nicht wehren, man kann nichts tun, weil wenn du dich wehrst und was machst, dann hast du was strafbar gemacht, dann kann die Person noch dich anzeigen. Und die können sich wirklich alles erlauben, bis du nicht wirklich physisch angegriffen wirst oder umgebracht wirst, passiert nichts. Und ich finde die Gesetzeslage da wirklich schrecklich, weil Psychoterror und dass die Person Angstzustände bekommt, sich nicht mehr raustraut, sich eingeschränkt fühlt, psychotherapeutische Behandlung braucht, weil man einfach so verängstigt wird, das muss ernst genommen werden. Und man muss nicht erst warten, bis die Person dich umbringt oder in deiner Wohnung mit einem Messer steht, sondern auch sowas gehört meiner Meinung nach schon strafrechtlich verfolgt. Mhm. Und deswegen finde ich das unverantwortlich, dass das so ausgegangen ist. Ich finde, die Gesetze gehören definitiv geändert, weil das ist schrecklich, sowas durchmachen zu müssen. Da rein die Regierung, die nächste, die aufgestellt wird, bitte. Aber nur, wenn es Mimosa gibt. Ja, unbedingt. Jetzt ist es ja so, dass bei Natalie Holzner war das so, dass sie, also das hat auch ihr Verehrer, hat das auch vor Gericht dann eben auch so ausgesagt, dass sie tatsächlich ihm am Anfang selber geschrieben hat. Das war allerdings nur so, dass sie eine Nachricht geschrieben hat, danke fürs Folgen. Du sagst Höflichkeit, ja. Kann man den Leuten noch antworten oder wo liegt da die Grenze? Naja, ich vielleicht kann ich mal jetzt einen Tipp von dir abschauen. Ich kriege natürlich auch immer im Spam-Ordner Anfragen. Ich mache dann immer einen Screenshot, tue das alles löschen, den Namen und beantworte das öffentlich, wenn ich eine Frage nicht finde und ich beantworten will. Aber sobald du zurückschreibst, ich weiß nicht, bei wenn mir man kommt, einmal zurückschreibt, gell, dann schreiben die 100.000 Mal. Ja, also es ist wirklich, kommt immer, kann das nicht abschalten. Na, du kannst das wieder... Oder blockieren, dass es wieder im Anfragenordner ist. Aber es ist wirklich so, also ich merke das auch oft, wenn du einmal antwortest, dann schreiben die Personen dir 100.000 Mal, weil die dann einfach irgendwie glauben, dass du jetzt hier jeden Tag chattest, weil ich habe ja sonst nichts zu tun, als dass ich jetzt mit meinen 136.000 Followern jeden Tag mit jedem einzelnen 15 Mal chatte. Also es ist leider wirklich, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass wir ein Privatleben haben und dass wir auch so in sehr... Deshalb Leben Kommentare haben, schreiben, da kann man antworten und dann und jetzt nicht den ganzen Tag mit irgendwem chatten können. Aber man will ja schon auch ein bisschen nahbar bleiben an den Fans. Ich schreibe sehr man da? Viel Wie mit kriegt meinen man die Followern, Balance? Aber halt, ich merke auch, wenn jemand zu oft schreibt und ich merke einfach, dass die Grenze verschwommen ist, dann
wandern die halt leider wieder in den Österreich. Ich schreibe leider nicht viel mit meinen Follower, deshalb habe ich auch noch ich schreibe viel zu viel. Nein, ich nicht. Zu nett, aber bitte schreibe es mir jetzt nicht alle, okay? Ich muss arbeiten, ich verdiene nicht so viel Geld, tut mir leid, ich habe keine Zeit für das, aber darum habe ich wenige, aber ich... Also ich habe sehr viel Kontakt zu meinen Followern, aber auch da, das ist nie genug. Reicht man den kleinen drum, Finger, wollen es alle. Ja, drum gebe ich gar nichts her, das passt auch. Nein, sind super viele. Das sind ja auch Ausnahmen. Das ist ja jetzt zum Glück nicht der Durchschnitt. Das sind wirklich Ausnahmen. Leute, die halt die Grenzen nicht kennen und da ein bisschen fanatisch werden. Und na, die lieb sind, die sind eh lieb. Aber es gibt ja, halt auch gibt Kommentare, die scheiße sind. So, manchmal habe ich mir auch gedacht, okay, die ignoriere ich, die blockiere ich. Habe ich ja Zeit. Aber meine Blockiertliste ist block, so lang. Block, block, aber dann, ich glaube, die ist schon fünfstellig. Ja, momentan bin ich gerade so richtig in Laune. Den gebe ich immer zurück. Habe mir gedacht, okay, passt, ich gebe dir jetzt eine Minute von Aufmerksamkeit, von meiner Aufmerksamkeit. Und dann fetze ich zurück und dann werde ich blockiert. Anscheinend werde ich aber gibt es da irgendwie bestimmte Nachrichten, wo du sagst, die beantworte ich jetzt schon noch? Filterst du das vorher irgendwie aus oder machst du ja sicher, wie gesagt, also ich habe ja da, ich glaube, ich habe 4 Ordner so in diesem Professional-Profil. 3 hat man. Ah, 4, ja. Vier. Weiß, Spam auch noch. Ja, und genau. Dann, Spam vom Spam. Oder weiß ich, ja, Spam vom Spam. Genau. Und wenn meine Frage taugt und ich möchte das gern der Öffentlichkeit mitteilen, bewusst, dass ich das will und beantworten will, dann screenshotte ich das, du den Namen löschen und dann beantworte ich die Frage. Und bei den Kommentaren kannst du immer antworten, das ist wurscht, da kriegst du nicht dauernd Benachrichtigungen. Ich finde Kommentare viel besser als Privatnachrichten, weil dann kann man das gleich öffentlich für alle beantworten. Privatnachrichten, die sind halt privat. Ja, da werden zumindest die Grenzen nicht so schnell überschritten. Ja, und Stichwort Grenzen, da machen wir auch gleich weiter. Wenn wir schon 2 Reality-Stars hier bei uns im Krone-TV-Studio haben, dann müssen wir natürlich auch mal sprechen, wo liegen denn da die Grenzen im Reality-TV und gibt's die überhaupt? Gleich nach einer Pause.